uns heute mal eine neue Uhr fürs Bastelzimmer gestaltet. Wir zeigen euch einfach mal, wie es gemacht wird. Bleibt dran, viel Spaß. Für mein Bastelzimmer möchte ich mir endlich mal wieder eine neue Uhr machen. Und habe mir gedacht, soll jetzt nicht einfach nur eine gekaufte Uhr sein. Nee, wir basteln uns eine. Wir haben nämlich hier noch so ein Uhrwerk. Das hat mir mal eine Freundin geschickt, die das nicht mehr brauchte. Und daraus machen wir uns jetzt eine Uhr. Ich habe mir dann gedacht, es kann ruhig so ein Keilrahmen sein. Das ist jetzt hier 40x40. Und ich habe nämlich so ein ganz tolles Papier von Lady und Sir Vagabund. Da gibt es so eine, das ist jetzt hier ein Reispapier, muss ich mal gucken, ob ich das verwende. Ich habe noch ein paar andere Projekte vor mit dem Papier. Dann gibt es hier Lady Vagabund, so ein 30x30 Block. Da könnte man sich jetzt ein Papier aussuchen, was man da nutzen möchte. Das ist aber, oh, das ist aber, da ist zum Beispiel so eine Uhr hier. Da weiß ich aber nicht, ob ich die große Uhr dann nutze. Hier, das finde ich auch cool. Oh. Also sind schon schöne Papiere. Oder ob man vielleicht bloß eine kleine Uhr da reinsetzt. Ja, muss man sich jetzt entscheiden. Wer die Entscheidung hat. Was man dann nimmt. Dann haben wir ja auch noch Sir Vagabund. Wo geht das jetzt hier auf? Wahl hat, hat die Qual. Ja, das sind so tolle Papiere. Da musste ich unbedingt beide haben. Finde ich beides ganz klasse. No. Sieht wirklich toll aus. Da kann man schöne Gemälde machen. Ja, da kann man tolle Bilder mitgestalten. Tolle Bücher mitgestalten. Das finde ich auch cool hier. Tolle Bücher machen. Sieht auch cool aus. Und dann hier so eine Uhr hin. Ja. Kann man sich ja nicht entscheiden. Oh, was ist denn das jetzt hier? Und hier geht das nicht weiter. Tja, deine Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Ja, eins da auszusuchen, ja, oder zwei. Und wenn es nachher fertig hat, sagen wir alle, oh, sieht das aber scheiße aus. Hier kann man noch Teile ausschneiden. Das ist ja bei Lady Vagabund auch gewesen. Gibt aber auch noch Stanzteile dafür. Da habe ich auch noch ein paar. Weil ich ja eigentlich auch ein Album vorhatte damit, habe ich mir die Blöcke auch nochmal in klein gekauft. Und da kann man sich dann jetzt wirklich aussuchen, nimmt man jetzt eine große Uhr oder eine kleine, schneidet man sich jetzt hier noch Dekoteile aus. Also theoretisch würde so eine kleine Uhr auch völlig reichen, muss gar nicht die große nehmen. Mal gucken, dass man sich die hier irgendwo hinsetzt und dann das von Sir Vagabund, wo der Mann da drauf war. Also entweder diese große. Oder wo er das hier. Hier hin. Die Uhr hier so an die Seite eventuell, dass hier oben dann das Uhrwerk drin ist. Hm, hier sind gar nicht doch. Muss mal gucken, wo die Uhr richtig ist. Kann man ja nicht einfach so hinlegen. Nee. Die 12 sollte oben sein. Ja, die 12 sollte oben sein. Deswegen kam mir jetzt die Uhr so ein bisschen komisch vor. Hier ist die 12. Wer eine Uhr lesen kann, ist jetzt voll im Vorteil. Ja, wenn man die digital, also nicht nur eine digitale Uhr, sondern so eine analoge Uhr lesen kann, wäre natürlich cool. Wie groß die Zeiger sind. Aber da du ja aus der analogen Zeit stammst. Ja, ich bin ja schon so alt. Kann das ja nicht so ein Problem sein. Kannte die Dinosaurier noch mit Namen. Die Ähnlichkeit ist aber auch verblüffend. Mit Dinosaurier? Ja. Du bist eher. Ups. Meine Zeiger, würde ich mal eher sagen, die passen zu der kleineren Uhr hier besser. Dass man das im Blick hat. Obwohl bei der großen Uhr sieht man es auch. Das ist ja nur der Sekundenzeiger, aber man sieht ja auch Stunde und. Passt aber nicht so gut zusammen mit dem Klinik. Na, siehst du, die Entscheidung ist gefallen. Ich hatte damals so ein Video gesehen, da hat eine. Ja, auch eine YouTuberin so eine Uhr gebastelt und hat es auf so einen Pappkarton drauf gemacht, damit man die Uhr immer abmachen kann. Ist eine coole Idee. Ich habe jetzt hier noch so einen Pappkarton. Der ist mir aber zu hoch. Wenn man jetzt hier die Uhr draufsetzt nachher, dann wird das Bild einfach viel zu dick. Also wenn das hier drauf ist, ist es ein bisschen zu hoch. Also schneide ich mir den Karton etwas zu und mache dann da meine Uhr rein. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, mal geguckt, ob sich das irgendwie schneiden lässt. Geht einigermaßen. Dass der nur halb so hoch ist, der Karton. Ist natürlich super, wenn du so einen stabilen Karton hast, wo die Uhr dann da rein kann. Und die auch gut zusammenpasst, die Kiste hier. So. Wer gut gefrühstückt hat. Das ist eben stabiler Karton, was wir hier so haben. Der schafft bloß einen Karton.
So, jetzt haben wir das. Jetzt müsste da nur noch die Uhr reinpassen. Jetzt muss auf diesen Deckel hier irgendwie die Uhr drauf. Ist natürlich jetzt ein bisschen zu weich, wenn ich einfach nur diese Papier da drauf klebe. Das wäre mir jetzt zu wackelig. Also habe ich mir ein Stück Pappe gesucht, was da eventuell drunter passt. Und das Pappe ist schon zugeschnitten. Und das ist ja schon fast zugeschnitten. Ich muss bloß noch hier unten das Teil abschneiden und dann kann ich die Pappe schon mal verwenden dafür. Bist du ein Schwein. Manchmal passt das einfach. Das, wenn man alles vollgekramt hat, dann findet man irgendwo was. Ja, manchmal ist Messi sein doch gut. Ein Papier, also das Designpapier, klebe ich jetzt mit Dekopatsch-Kleber drauf, Kleber und Lack. Kann man natürlich auch mit Bastelkleber machen oder wenn ihr anderen Serviettenkleber habt oder nehmt die Sorte, mit der ihr immer arbeitet. Ich habe jetzt hier noch Dekopatsch stehen. Dann streiche ich mir meine Pappe damit ein, klebe mir da mein Papier drauf, dann ist das super verbunden alles. Tja, gibt da keine Hügel. Keine Hügel? Naja, so Klebeglubbel. Knubbel. Klebeglubbel. So, jetzt muss das hier bloß draufgesetzt werden. Hat ja schon super gepasst, also kann ja da nicht mehr viel schief gehen. Hat man die Größe schon mal? So, jetzt müssen wir hier erstmal ein Loch hinkriegen. Wir sitzen jetzt hier natürlich wieder im Bastelkeller und nicht im Papierzimmer. Dass man oben hat man ja die Kroppedeile, wenn man zu faul ist, wieder jetzt die ganzen Treppen hochzusteigen. Jetzt müssen wir hier ein Loch drin machen. Tja, wie baut man das jetzt zusammen hier weiter? So, jetzt haben wir hier nach langem Hin und Her, ist aber eine Beschreibung bei so einer Uhr. Haben wir die Uhr jetzt hier erstmal dran. Und jetzt müssen wir noch den Karton dran kriegen, dass wir die Uhr immer wieder abnehmen können. Jetzt müssen wir hier ein Loch reinschneiden, damit das Hinterteil von der Uhr da reinpasst. Ich habe den Starkettmesser da hingelegt. Ach du, mit deinem Starkettmesser, mit dem Ding. Ein Männermesser. Ja, ist ein Männermesser, genau. Das kann ich nämlich ja nicht halten. Oh. Weich, weich. Wenn man einen Profi im Haus hat, dann geht alles, ja? Ein Profi im Haus hat. Naja, wenigstens ein Mann mit einer kräftigen Hand. So, jetzt muss ich diese Teil, das soll ja hier nachher immer drauf. Das muss ich jetzt hier an meine Uhr festkleben. Diese Teil soll jetzt hier zwischendurch passen. Genau. So muss ich es jetzt. Dann kannst du das noch stellen und dann kannst du alles machen nachher. Genau, jetzt muss ich das hier erstmal festkleben, aber das mache ich mit Bastelkleber. Also ich nehme da immer meinen Uhu für. Das hier angeklebt. So, dass das schön mittig sitzt. Man hätte jetzt auch in dem Bild ein Loch schneiden können und hinten durchhängen lassen. Also das mit dem Karton ist nur mal Dams. Ja, nur dass das ein bisschen höher ist, dass man nicht das Bild immer abnimmt. Ja, so musst du das Teil immer abnehmen. Das kann man, muss man aber nicht machen. Ist jetzt hier hops wie gesprungen. Fand das eine neckische Idee. Jetzt muss man das natürlich bloß wieder so umgesetzt kriegen. Jetzt muss der Karton natürlich auch mal wieder passen. Na, ich helfe dir. So, jetzt haben wir die Uhr hier drauf, also den Karton. Und dann soll das hier so irgendwie in die Ecke, nicht ganz in die Ecke, von mir aus so ein bisschen mittig, so drauf gesetzt werden auf den Keilrahmen hier. Ja, und dann musst du jetzt was da unter noch machen, damit das nicht weiß durchleuchtet. Ja, jetzt könnte man den Karton hier einfach noch schwarz anmalen. Das hätte ich vielleicht schon eher machen sollen. Jetzt kann ich nämlich weder die Uhr auflegen noch irgendwas anderes. Den Karton sieht man doch nachher nicht. So weit kannst du da nicht untergucken. Ja, eigentlich nicht. Das hängt an der Wand und, hier ringsrum schiebe ich nachher einfach Papier drunter. Also das kann ich ja so hinsch. Oder ich mache jetzt gleich erstmal da und klebe dann die Uhr drauf. Das geht natürlich auch. Das war die ganze Zeit mein Reden. Ja, kann man. Muss man aber nicht. Man muss sich da nur erstmal klar werden drüber. So, ich habe mir gedacht, dieses Bild soll jetzt, also dieses ganze Blatt, kann jetzt hier erstmal ran. Das kann man ja hinterher noch weiter gestalten, wie man das haben möchte. Das soll hier erstmal drauf. Und werdet euch vorher klar, wo ihr was klebt, nachher ist zu spät. Ja, da muss man sich vorher immer einen Kopf machen. Ich kenne dann immer das Theater, was dann kommt. So ein Mist. Habt ihr das auch schon mal mitgekriegt?
Und wisst ihr, wer dann immer schuld ist? Ne, dafür bist du ja da. Einer muss ja schuld sein. Wäre ja blöd, wenn man das alleine macht und ist dann selber schuld. Opfer. Ja. Gibt nur ein Opfer. Ja, dich. Dafür ist der Kameramann da. Ja. Dann meinst du, warum ich so eine Plexiglasscheibe hier mal vor mir noch zu stehen habe? So, jetzt darf man das hier natürlich auch nicht falsch rumkleben. Na, das sieht man ja wohl. Jetzt kann man ja noch das Bild drehen. Ach du. Kacke. Jetzt wälzt sich das doch noch. Bastelkleber. Ist, glaube ich, doch der beste Kleber. Mann, Mann, Mann. Wenn man nicht bei allem aufpasst. Ja, der Decoupage-Kleber ist eigentlich für dünneres Papier, aber irgendwann muss ich ihn auch mal verbrauchen. Ich habe eigentlich nie dieses Reispapier, habe ich ganz selten mal. Ich habe immer bloß dieses hier. Ach, hält doch. Ja, Bastelkleber hält alles. Wenn man nicht weiter weiß, nimmt man den Uhu. Geht man in den Wald und holt den Uhu. Nimmt man den Uhu, der klebt alles. Das mache ich schon schön aus, Dieter. Ja, ich habe mir jetzt noch ein zweites Blatt Papier genommen. Das habe ich jetzt erstmal zugeschnitten. Du willst Bastelkleber. Ja, ich habe jetzt Bastelkleber da reingemacht und klebt das halt mit Bastelkleber an. Kann nicht mehr schief gehen. Muss ich jetzt hier die ganzen Stellen, die noch offen sind oder offen waren, zukleben. Immer mit der richtigen Seite. Das ist ja jetzt so, dass es zusammenpasst, schön, das Papier. Da gibt schon Leute, die lassen sich was entfallen, was? Ja, gibt natürlich auch andere Papiere noch, wie ich jetzt habe. Wie gesagt, es gibt ja das Reispapier auch noch, aber man kann nicht alles kaufen und muss vielleicht auch nicht alles kaufen. Deswegen arbeite ich jetzt hier mit diesem Designpapier. Geht genauso gut zu machen. Muss man sich halt mit dem Kleben ein bisschen was einfallen lassen. Das Reispapier lässt sich besser kleben. Na, da kann man auch einen nicht so starken Kleber nehmen. Na, diesen Dekopatschkleber. Mhm. Oder Serviettenkleber halt. Heike meint, aber ja, nicht drauf gekommen. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar tolle Schablonen von Stamperia. Da habe ich mir gedacht, dann mache ich auch noch ein bisschen Deko hier oben mit drauf. Das kann man jetzt mit Farbe machen. Mit einer Modelliercreme. Die meisten nehmen eine weiße Modelliercreme. Aber Viva Decor hat auch Modelliercreme in verschiedenen Farben. Gold, Blau. Da oben stehen noch mehr. Also ich muss jetzt nicht alle nehmen. Aber ich denke mal, ich werde Blau nehmen. Eventuell Braun und Gold. So, da mache ich mir jetzt von der Spachtelmasse von jeder Sorte ein bisschen was drauf auf meinen Deckel und werde es dann beim Verspachteln, so habe ich das mit Farbe sonst immer gemacht, beim Verspachteln oder über die Schablone ein bisschen vermischen. Muss ich den Deckel mal wieder richtig drauf machen. Das sind aber schöne Farben. Ja, das, man arbeitet viel zu wenig damit. Man hat so eine schöne Sachen und arbeitet damit viel zu wenig. Man muss das öfter mal, braucht man keine Farbe mehr. Man hat das alles schon hier drin. Das mal nicht eben ist. Na, mal gucken. Da fehlt noch Rot. Rot noch mit drin machen? Hm. Rot oder Wein? Naja, Weinrot würde ich sagen. Dieses? Das ist kein Weinrot, das ist Weinrot. Nee, nee, Weinrot ist noch anders. Noch anders? Hier ist Weinrot. Umso mehr du rausholst, umso schwerer die Qual. Ja, es ist noch hell lila, hellgrün. Da ist so viel Kupfer. Nimm doch einfach ein Rot. Das Rot nehmen wir dann. Ja. Und welches ist das jetzt? Burgund, Weinrot. So. Weinrot. Burgund. Und jetzt muss man sich Stellen von der Schablone aussuchen. Ich möchte jetzt hier die sind das Koffer. Also hier sind so Koffer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die möchte ich hier gerne drauf machen. Also drüber mit der, ich bin schon runtergerutscht, drüber mit der Modelliercreme. Vorsichtig. Mal Gold. Mal Weinrot, was man gerade so greift jetzt. Also da bin ich ja gespannt, was das wird, wenn das fertig ist. Ja, ich auch. Ich hab das mit Farben haben wir das ja schon öfter gemacht, aber mit Modelliercreme halt noch nicht.
Außerdem, wenn das versaut ist, ja, das ist kein Mensch, dann sagen wir einfach, das soll so sein. Das sollte so sein, ja. Das hat man uns ganz genau so ausgedacht. Genau. Kann uns ja keiner das Gegenteil beweisen. Ha? Na, wenn das mal nicht edel ist. Ist cool. Und dann hat man gleich farbig gestaltet. Ist schon toll. Doch, das sieht gut aus. So, hier haben wir dann noch ein bisschen Schrift. Ein paar Schrauben. Schrauben passen immer. Gucken, was jetzt hier noch so kommt. Steampunk kann hier unten ruhig noch stehen. Sieht doch cool aus, gleich in so einem Metallic-Ton. Da oben noch ein bisschen was hinmachen, mal gucken. Lass mal meine Schablone abwaschen. Was mir bei den Schablonen jetzt aufgefallen ist, die sehen super toll aus, also haben tolle Motive, aber die sind so dünn, das bin ich von anderen Schablonen überhaupt nicht gewöhnt, dass die so hauchdünn sind. Man traut sich kaum, die zu reinigen. Es ging aber, also die sind nicht kaputt gegangen. Man kann sie wiederverwenden, aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz dünn. So, hier habe ich dann jetzt noch eine Schablone. Da ist hier so ein richtig schönes, großes Fernglas. Das will ich hier oben noch drauf Rohr. Machen. Rohr heißt das. Fernrohr. Naja. Flugscheiße, ja. Flugscheiße kann ich auch so rumliegen. Fernrohr. Kann man hier noch hinmachen. Gibt ja noch andere Sachen. Da kommen ja dann noch die gegossenen Teile drauf. Mal gucken. Muss man auch immer wirklich aufpassen, dass man da nicht drunter rutscht unter die Schablone zufällig, weil die halt so dünn ist und nicht steif drauf liegt. Was ein richtiger Könner ist, der macht das schon. Naja, du sagst es gerade und jetzt ist es hier in eine Richtung schon passiert. Das verraten wir nicht, da sagen wir, das muss so sein. Das ist so gewesen in der Kunst. Schablone. Das ist die freie Kunst. Die Kunst des Versagens. Kunst des Versagens, des öffentlichen Versagens. Ja. Ach, passt. Schick. Passt, wackelt unter. Siehst du, schick, schick. Den ganzen Mist da nicht an den Rand abstreichen. Doch, sonst nimmt man da bunte Farben für. Ich nehme da jetzt meine Spachtelmasse. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Spachtelcremes. Mach den Rand damit. Bloß nicht umkommen lassen, ja? Nee, das wäre jetzt echt zu schade. Kann man schön immer mal am Rand. Ja, sonst muss man da überall noch mal mit Farbe drüber. Oder ein Bilderrahmen. Ein Bilderrahmen? Meinst du jetzt mit einem Bilderrahmen drum machen oder was? Nee, beim Arbeiten macht man da sonst Farbe noch drauf. Ach so. Und wir machen jetzt halt Spachtelmasse drauf. Mhm. Modelliercreme, nicht Spachtelmasse. Nennt sich ja Modelliercreme. Wir ruhen uns erstmal aus. Wenn das mal nicht gut aussieht. Das ist jetzt mal eine andere Gestaltungsmöglichkeit, also nicht immer nur Farbe. Man könnte das ja, mit, wie gesagt, mit Farbe machen. Aber wenn man solche schönen Modellierpasten hat, geht das natürlich auch ganz super zu machen. Kann man einfach mal irgendwo was hinklicken, ja, hinschmieren, aber ist halt so. Patschen. Bisschen. Und dann sind auch die Ränder so ein bisschen weg, wenn das Papier jetzt hier ein bisschen hochgestanden hat. Kann man damit alles schön verdecken, vertuschen und ist mal was anderes. So, jetzt klebe ich noch die Uhr auf und dann lassen wir es erstmal über Nacht trocknen. Aber eine Sache könnte ich eigentlich noch machen. Wo ist denn jetzt hier wieder die 12? Oh, hier oben. Setzen wir hier die Uhr hin, dass das schon mal festklebt. Und dann kann das in Ruhe trocknen. Aber ich will ja noch diese Deko-Teile drauf haben. Ich habe hier noch so Flügel. Das könnte man theoretisch alles schon mal schwarz malen. Dann habe ich hier noch solche Teile. Du springst, so schnell komme ich ja mit der Kamera hinterher, ey. Aus Pappe, die man damit verwenden kann. Hier, diese möchte ich da gerne noch mit hinmachen. Flügel habe ich noch. Hier dann diese Holzteilchen. Mal gucken, was ich da noch nehme. Hier habe ich noch ein paar Schablonen. Die wollte ich jetzt nicht nehmen.
Die sind da noch so ausgestanzte Teile, die kommen dann da eventuell noch irgendwie hin, da gucken wir mal. Und dann habe ich hier, ach, die Dinger habe ich auch eingegossen. Ja, diese tollen Teile, da wollte ich auch noch was so mit drauf machen. Das muss vorher erstmal schwarz gemacht werden. Warum das? Ja, macht man halt so erstmal eine schwarze Schicht drauf oder von mir aus ohne weiße. Und dann kommen nachher die Farben drauf, die man dann da noch verwenden möchte. Ach so. So, von diesen Pappsachen, Pappausstanzungen, Cardstock oder wie die immer heißen, da muss man sich das erstmal hier rauspummeln, ehe man das schwarz anmalen kann. Kann man sich dann auch noch zuschneiden, ist das Schöne an der Sache, dass man die Teile nicht im Ganzen so verwenden muss, wie sie jetzt hier sind, sondern sich das auch noch zuschneiden kann. Erstmal rauspuzzeln. So, und da habt ihr mich beim letzten Video gefragt, wie man jetzt solche Gießteile hier anmalt. Einfach mit schwarzer Acrylfarbe oder mit schwarzem Gesso geht es auch. Erstmal als Grundierung und dann kann man da mit Wachspasten rangehen, mit Acrylfarben. Ihr könntet theoretisch auch mit Alkoholinks da rangehen. Also diese Alkoholfarben, die man da so drauf kleckst und dann von alleine verlaufen. Die dann so verlaufen und so, die kann man da nehmen. Ist aber nicht so recht meins. Ich arbeite lieber mit Acrylfarben. Deswegen streiche ich jetzt meine Teile erstmal mit Acryl schwarz und dann gehen wir da mit Wachspasten drüber. Und das macht immer für mich so einen Wow-Effekt. So, boah, jetzt ist es toll. Und nicht verzagen, sie hat mehr jetzt rausgesucht, als ja, das nicht passt. Ja, passt da nicht alles drauf, aber man muss dann erstmal gucken, erstmal alles schwarz anmalen, um dann zu sehen, was da nachher überhaupt passt. Aber meinst du, was das für eine Meckerei war, als ich eben gesagt habe, das ist viel zu viel? Das ist viel zu viel. Ja, klar ist das zu viel. Ich kann mich jetzt aber noch nicht entscheiden. Das ist immer das Schwere. Entscheide dich doch mal vorher, was du da hinhaben willst. Leute, fragt nicht so viel. Gibt nur er, ja. Gott sei Dank kann keiner jetzt fragen. Die Fragen Zwischenquatsch, kommen, ja. kommen immer hinterher erst. Das reicht, wenn so ein Trollo hier hinter der Kamera steht und dich fragt, ja. Ihnen so ein Wicht hier an der Seite, das reicht völlig. Ein Klugscheißer. Ein Klugscheißer. Oder Nichtswisser und Frager. Na, Nichtswisser kannst du nur auch nicht sagen. Nee, Nichtswisser kann man auch nicht sagen, stimmt. Du bist richtig gemein zu mir immer. Manchmal. Ja. So 99%. Ein bisschen Spaß muss ich mir ja auch machen. Na, Opfer. So, Opfer. Aus den Teilen, die ich mir dann jetzt schwarz angemalt habe, sollen ja jetzt noch bunte Sachen werden. Ich will das ja hier bunt machen. Und ich dachte mir, das soll so nachher aussehen. Ungefähr. Jetzt ist das edel. Und wie kriegt man das jetzt hin? Zeige ich euch einfach mal. Ihr könnt jetzt da entweder mit Acrylfarben dran gehen, aber das Einfachste ist Inka-Gold. Gibt es in verschiedenen Farbtönen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Farben mir ausgesucht. Blau, hellblau. Nee, dieses Blau ja nicht. Wer die Wahl hat, hat die Wahl. Ja, ich habe hier so ein dunkles, richtig dunkel, dunkelblau. Dunkelblau. Stelle ich mir alle hin. Dann macht man sich mal ein paar Dosen auf. So, wie gesagt, ihr sucht euch da einfach ein paar Farben aus. Man kann sich ja da 100.000 Farben bestellen. Ich glaube, die haben 36 verschiedene Farbtöne. Dann geht man als allererstes mit Farben hier ran. Ich hatte mir erstmal mein Kleid, also diesen Rock hier, in Blau. Kann man natürlich auch in Lila machen oder wie ihr das wollt. Wie euer Geschmack gerade. Kann man ja jedes Mal anders machen. Ihr könnt ja 100.000 jetzt davon gießen, von diesen Formen, wenn ihr die erstmal habt. Dann macht man sich das Kleid oder Rock oder Mantel oder was das sein soll, erstmal blau. So, dann sucht man sich aus, könnte jetzt eigentlich das Oberteil hier oben, das könnte Weinrot sein. Nimmt man also mit dem anderen Finger Weinrot, macht sich da Weinrot hin. Die Ärmel mache ich mir einfach lila. Kann nicht auch, wenn jetzt eine Farbe da schon ist, kannst du mit der nächsten Wachs, ist ja keine Farbe, sondern eine Wachspaste, kannst du da nochmal drüber gehen, hier unten am Kleid, das war mir zu doll blau, jetzt nimmt man einfach ein bisschen hellblau dazu, sieht dann noch wieder anders aus. Die Beine, hier, da habe ich gedacht, das könnte eigentlich ein bisschen Kupfer sein, oder von mir aus auch Weinrot noch dazu, auch die Tasche hier,
Der Hut kann auch blau. Also man kann da echt jetzt mit den Farben rumspielen. Man muss da ja nicht lange überlegen oder ihr könntet das theoretisch auch mit dem Pinsel machen, aber mein Pinsel wollte dann nach einer Weile nicht mehr. Gebt euren Herz freien Lauf. Macht ihr euch da einfach quer durcheinander Farbe hin. Fand ich schon ganz schön. So eigentlich. Hab mir gedacht, jetzt könnte man noch ein bisschen mehr mit Kupfer arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich gehört da immer Gold drauf. Also machen wir auch noch Gold. Mein Gold von Inka Gold ist gerade leider alle. Aber es gibt ja verschiedene Wachspasten. Das ist jetzt hier eine Wachspaste von Pentart. Ist genau das gleiche wie Inka Gold. Nimmt man sich jetzt hier Gold und macht jetzt hier Gold drüber. Und dadurch kriegt das Ganze jetzt eine ganz andere Farbe, so wie da hinten. Jetzt schimmert da unten ein bisschen dieses Bunte durch. Aber obendrauf ist es Gold. Verändert gleich die ganze Farbe. Was das so ausmacht. Das sieht so cool aus. Ne? So edel aus. So. Regenbogen. Und ihr könnt da immer noch wieder irgendwo, wenn er denkt, ach nee, da hat mir das jetzt noch nicht so gefallen, dann macht er noch mal ein bisschen blau dahin oder ein bisschen rot dahin und schwuppdiwupp hat man eine zweite. Und so mache ich mir jetzt alle meine Ornamente, die ich jetzt da irgendwie verarbeiten möchte. Mache jetzt hier mal ein bisschen blau und da mal ein bisschen weinrot. Gibt der ganzen Sache jetzt, hier auf das Weiß, gibt der ganzen Sache noch ein bisschen Farbe. Machst du jetzt noch einen Pinsel? Ja, ich hatte mir gerade die Hände sauber gemacht. Man kann die ganze Sache natürlich auch mit dem Pinsel machen, hatte ich ja vorhin noch schon. Nie gesagt. Doch, vorhin erwähnt. Nee. Natürlich. Nein. Sag doch nicht immer so was. Ich weiß doch, was ich gehört habe, weil ich gefilmt Hast habe. Hast du wieder nicht hingehört? Ich passe bei dir immer auf, so, damit die nicht schief wird. Flügel noch fertig. Also ihr müsst euch nicht die Finger dreckig machen, das geht doch alles mit dem Pinsel. Wie man sieht. Ja, bricht man sich eine Ecke ab, ist egal, kommt sowieso unter die Figur drunter. Was wir euch eigentlich zeigen wollten, war, dass man in diese offenen Inka-Gold-Döschen am besten ein Feuchttuch mit reinmacht. Dann halten die länger. Meine stehen jetzt hier bestimmt schon 2-3 Jahre, meine Döschen. Und ist dann immer Feuchtigkeit drin. Also die sind ja nass hier. Und dann hat man immer Feuchtigkeit, dass die nicht eintrocknen. Dann kann man länger mit arbeiten. Hat man halt mehr von. Ihr wisst wie. Ja, man muss da immer ein bisschen gucken. So, jetzt packt man sich dann erstmal seine Sachen vor sich hin, die man sich so ausgedacht hat, was man da vielleicht hinhaben möchte. Das willst du mir doch nicht erzählen, das passt alles nicht. Nein, das passt da alles nicht hin. Aber das sind so Sachen, die habe ich jetzt und wollte die da eventuell irgendwie drauf machen. Ich habe ja auch hier noch diese Uhren. Ich mir gedacht, die passen vielleicht ohne irgendwo. Also bei der Masse an Deko, die du jetzt vorbereitet hast, wirst du noch ein zweites Bild machen müssen. Mehrere noch. Ich will ja auch noch Kisten machen, Schatullen, was weiß ich alles. Aber das passt nicht alles mit drauf. Nee, das passt da nicht alles drauf. Aber wollen wir mal gucken, wo war was hin. Also die Eule mit der Uhr wollte ich eigentlich ja nicht hier unten irgendwie hinhaben. Fixieren. Die klebe ich da auch erstmal an. Ist jetzt mit Heißkleber oder was? Ja, weil das gleich klebt. So, ja. Zack. So. Na gut, können wir gelten lassen. Können wir gelten lassen? Sieht schon mal ja nicht so verkehrt aus. So, diese Tier kann ich mit Uhu festkleben. Das ist ja nur Pappe. Also kann man das da hinsetzen, wo man gerne möchte. So, das Haus da oben, das fliegende, also, setzen wir da hin. Oh, diese Fäden immer, das stört mich immer ein bisschen. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Ja, meine Hände zum Beispiel, da darf man jetzt wieder nicht gucken.
Das ist wieder fürchterlich. Das sind wir ja nicht anders gewöhnt. Den jungen Mann aus Holz hier, den wollten wir auch. Den wollten wir hier oben hinsetzen. Gucken, dass wir den hier oben hinkriegen. Jetzt wird das Bild größer als das Bild ist. Achso, ja. So, meine Lady. Die muss hier unten erstmal noch irgendwo hin. So, und jetzt erstmal die Flügel. Gucken, wie wir das hinkriegen. Die Lady. Boah. Die sieht cool aus, oder? Das sieht richtig toll aus. Boah. Naja, machen wir. Nimmt ja langsam Form an, wa? Ja, das ist so. Muss man mal gucken, wie man es hinkriegt. Angeklebt kriegt. Hätte ich nicht gedacht, dass du da fast alle deine Teile drauf kriegst, die du da zu liegen hattest. Unterschätzt mich immer. So. Ja, ich habe nicht deine Fantasie. Ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber die Teile sind alle so schön. Kannst du dich nicht von irgendwas trennen mehr, ne? Nee. Die Teile wollte ich auch gerne irgendwie noch. Theoretisch hier oben hin. Kannst du schräg machen. Hm? Dann ist mein Board hier, also das so. Hier wieder weg. Ja, man hat. Würde ich jetzt schon über eine Hand finden, aber. Ja, theoretisch wollte ich da auch gerne noch ein paar Blümchen oder ein paar Zahnräder oder so hinmachen. Ich glaube, viel zu viel. Zahnräder fallen da oben hoch hin. Die wollte ich ja eigentlich da überall noch mit dran setzen. Ja, das passt. Habe ich sie mir gekauft. Die kannst du rundherum um die Uhr noch verteilen. Zahnräder ist immer schön. Wer das so punkig liebt. Heißt das Punk? Steampunk. Man Steampunk. Hat ja sonst nichts mehr im Leben. Ja, man muss immer ein bisschen bunt machen jetzt so. Trist und grau ist es genug. Ja. Die sind schön, die Zahnräder, die fallen mir. Na, siehst du, wenigstens was dir gefällt. Besser Zahnräder aufs Bild als eine Schraube locker, ne? Ich habe mit Zahnrädern nichts zu tun, du bist ein Klops. Sieht man auch zu neu aus. Ja, sag mal, ein bisschen Gold dran. Oha. Oh, jetzt ist der weggeflogen. Der will nicht da oben bleiben. Also ich denke mal, so können wir das lassen. Wir haben jetzt hier dieses Flugteil da noch angebaut, haben dahinter noch ein paar von diesen... Einen Abstand gehalten. Ja, dass wir ein paar mehr davon hinterkleben, dass ein bisschen Abstand ist, dass das vorsteht. Kann man ja vielleicht mal von der Seite zeigen. So, dass man sieht, da ist was drunter geklebt. Das ist ein bisschen vorschick. Ich denke mal, so ist das jetzt fertig. Wenn ihr noch Ideen habt, was man da noch machen könnte, immer her damit. Kann man ja immer noch. Hätte machen können. Hätte machen können. Man kann immer noch dran weiter verändern. So ein Bild ist bei mir eigentlich auch nie richtig fertig. Ich habe da immer noch irgendwo eine Sache, hängt eine ganze Weile und dann, oh, da könnte das aber noch ran. Das passt jetzt da aber noch mit hin oder dies passt jetzt da noch mit hin. Also da wird bestimmt immer noch ein bisschen was dran gearbeitet. Aber jetzt kann es in mein Bastelzimmer, dann habe ich da wieder eine Uhr. Schön. Meine Uhr hat dann ihren Platz gefunden bei mir im Bastelzimmer. Also ich finde sie cool. Zeig mal ein bisschen weiter. Unsere Yorkies daneben, kriegst du das eingestellt. Unsere Wanddeko, das ist so ein Aufkleber, den wir damit hingemacht haben. Also ich finde es eine coole Sache und diese Ornamente sind ja wohl echt der Hammer. Da muss noch mehr mitgemacht werden. Ich werde da noch Kisten, Schachteln, Schatullen und Bilder vielleicht auch noch machen. Das sieht so schön aus und das Papier ist so edel. Also in diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und das sieht so schön aus. Glücklich, eine neue Uhr zu haben. Und wunderschön. Ja. Hast du dich mal wieder voll übertroffen. Ja, na, mal sehen.